Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum dritten Teil der Webinarreihe Stable Trader Know-How. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie im Namen von FXFlat natürlich herzlich willkommen. Ich sehe, dass wir heute ein paar neue Teilnehmer haben, aber auch für Sie, wenn Sie jetzt die Aufzeichnung sich angucken, möchte ich Ihnen natürlich zeigen, wo Sie die Aufzeichnung der anderen ersten beiden Teilen finden. Und zwar einmal hier bei uns natürlich auf der Webseite fxflat.com unter Handelsplattformen und dann unter Flagships Stable Trader. Hier finden Sie natürlich auch die ersten Informationen zum Stable Trader, falls Sie den noch nicht kennen oder sich noch nicht damit beschäftigen konnten. Es ist ja mit unseren Demo-Konten kostenlos testbar. Und dann finden Sie hier unten bereits die zwei Aufzeichnungen. Ja? Den Link werde ich natürlich hier reinkopieren und möchte euch an der Stelle natürlich keine weitere Zeit verlieren, denn Zeit ist kostbar und übergebe somit an Dirk. Natürlich auch ein herzliches Willkommen und ich freue mich auf das Webinar heute und wünsche allen natürlich viel Spaß. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend aus Köln. Hier scheint die Sonne. Ich hoffe, das ist bei euch überall auch so. Jetzt versuche ich hier erstmal meinen Bildschirm zu übertragen und hoffe, das funktioniert auf Anhieb. Ich sehe auch, hier sind ja auch ein paar bekannte Gesichter in der Runde mit dabei. Das freut mich natürlich immer auch sehr. Und da muss ich mich immer ein bisschen zusammenreißen oder auch nicht. Heute geht es um das Thema Trading Stops. Das ist eine Geschichte, die eigentlich relativ oft gefragt wird. Also grundsätzlich erstmal von der Sinnhaftigkeit von Trading Stops. Da gehen ja die Meinungen so ein bisschen auseinander. Und aber ganz klar, da will man auch oder will ich auch keinem reinreden, wenn jemand ohne Trading Stops arbeitet und damit konstant gute Ergebnisse erzielt. Und dann gibt es da auch natürlich überhaupt nichts dagegen zu sagen. Wenn das aber nicht so ist und man öfters mal den Eindruck hat, naja, da hätte ich ja eigentlich auch rausgehen können. Und das sind natürlich dann auch dann oft solche Szenarien, wo sich ein Trading Stop doch eben auch manchmal vielleicht, was heißt, bezahlt gemacht hätte, aber vielleicht die bessere Entscheidung getroffen hätte. Und es gibt ja mehrere Arten von Trading Stops. Ich denke mal grundsätzlich, der Begriff sollte ja jedem bekannt sein. Ein Trading Stop ist nichts anderes als ein Stop-Loss, der möglichst im Profit hinter dem Kurs hergeführt wird. Also das ist mal so ganz grundsätzlich ein Trading-Stop. Und ich denke mal, die einfachste Art von Trading-Stop ist ja die, dass man halt sagt, okay, dann ab jetzt, ich habe meinen größten Teil als Beispiel von der Position raus und den Rest lasse ich jetzt trailen im Abstand von 10 Punkten. Das sind solche Trading-Stops, die bringen in der Tat nicht viel, weil da kann man eigentlich auch gleich eine Münze werfen und weil es dann letzten Endes ja auch nicht mehr als irgendwie, ja, ich hoffe mal, der läuft jetzt irgendwie noch ein bisschen weiter und ich kriege noch ein paar Punkte mehr. Und grundsätzlich, auch da, wer damit halt irgendwie öfters richtig als falsch liegt, gibt es auch da nichts dagegen zu sagen. Aber es geht halt aber auch eben schon nochmal ein bisschen intelligent haben. Ich will jetzt aber mal einfach anfangen und mal erklären, wie man denn überhaupt einen Trading Stop im Stereo Trader aktiviert, beziehungsweise wie man den überhaupt einstellt. Ich bin jetzt hier im History Trading irgendwo letztes Jahr am 2. November im 15-Minuten-Chart im DAX und ich lasse das mal ein bisschen vorlaufen, damit wir hier ein paar Kerzen mehr haben. Kann mal ein bisschen vorspulen hier. Und werde jetzt halt hier mal versuchen, kann ich natürlich jetzt nicht versprechen, dass das jetzt auf Anhieb gelingt, weil ich natürlich auch nicht weiß, was der DAX genau an dem Tag getrieben hat. Aber versuchen kann man es ja mal, hier irgendwo eine Position einzufangen, die man dann in Trail bekommt. Vielleicht ist das hier gerade so ein Punkt. Ich sehe, da unten ist jetzt, beziehungsweise wir haben 9 Uhr, scheint hier irgendwie gerade Kassaeröffnung gewesen zu sein. Hier gibt es wohl ein kleines Gap. Ich mache jetzt einfach erstmal hier eine Position auf. Ich gehe jetzt hier erstmal long, damit wir überhaupt, das ist Offline-Zeit. Moment, muss ich erstmal ausschalten hier, damit wir da überhaupt mal
was tun können. Also ich gehe jetzt hier einfach mal long. Ja? Ob das jetzt sinnvoll ist, das werden wir gleich sehen. Und versuche jetzt halt hier mal überhaupt einen Trail zu aktivieren. Ich mache jetzt mal hier die Indikationen mal alle aus, damit wir hier wirklich nur noch die Kerzen sehen und die Bewegung. Also ich bin hier wie üblich bei solchen Präsentationen im Stereo Future Modus unterwegs. Das heißt, alle Positionen, alle Teilpositionen werden hier zusammengefasst. Ja, also wenn ich jetzt hier als Beispiel nochmal eine Long aufmache und dann bin ich da schlichtweg jetzt mit zwei Kontrakten insgesamt long. Und wie gesagt, also ich merke halt immer, ja, wenn man irgendwie sowas macht, ich gehe nochmal long und dann kommt gleich verbilligen und so weiter. Das bitte hier mal komplett außen vor lassen. Dazu werde ich mal ganz separat mal drauf eingehen, auch zu dem Thema. Mir geht es hier nur darum, damit ich überhaupt jetzt was habe, was ich zeigen kann. So, ich mache das mal hier so groß, wie irgend geht. Ich setze jetzt mal den Stop-Loss mal ein bisschen weiter weg, damit überhaupt mal einer da ist. So, und Folgendes, also ich bin also wie gesagt im Stereo-Future-Modus unterwegs, das heißt, alle Positionen werden zu einer zusammengefasst und für die, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, jetzt vielleicht zum ersten Mal was davon mitbekommen, das geht auch anders. Ich könnte auch mit Einzelpositionen arbeiten, so wie das im MetaTrader üblich ist. Und aber der Stereo-Future-Modus ist eben der voreingestellte Modus. Und was man hier sieht, sind jetzt hier diese zwei kleinen Punkte, die kleinen Rechtecke hier. Das sind meine jeweiligen Teilpositionen. Dort habe ich mich eingedeckt und was ich hier habe, ist mein Break-Even. Und das heißt, im Stereo-Future-Modus handle ich auch nur meinen Break-Even und nicht die Teilpositionen. Und ich schalte das mal eben aus, bevor das jetzt hier zu schnell geht. Hier ist das Pool-Panel wie gehabt. Also das heißt, hier stelle ich meinen Stop-Loss ein, eben für das alles, was im Pool ist und mein Take-Profit. Den habe ich jetzt aber aus, sondern eben hier unten nur meinen Stop-Loss. Der liegt jetzt gerade bei 48 Punkten. Und kann ich natürlich auch verschieben hier ein bisschen näher ran. Und dann steht er bei 35 irgendwas. Aber ich lasse den jetzt mal hier, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, was jetzt hier passiert. Und ein Trading Stop macht ja in den meisten Fällen dann Sinn, wenn man anfängt zu trailen, wenn eine Position im Profit ist. Und deswegen, es macht ja oft keinen Sinn zu sagen, okay, ich trail jetzt einfach mal, wenn die Position noch im Verlust ist. Kann man natürlich rein technisch auch machen, aber wie gesagt, inwiefern das sinnvoll ist, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Und deswegen kann man hier so ein paar Geschichten eben einstellen, nämlich auch hier übers Pool-Panel. Also erstmal generell der Trading-Stop, ich wähle jetzt erstmal den allereinfachsten aus, das ist Straight. Straight heißt nichts anderes als folgt einfach direkt dem Kurs. Ja? Ich bin jetzt hier irgendwo bei 10.918 und wenn ich jetzt zum Beispiel in ganz gewohnter Manier sagen würde, okay, ich traile das Ding jetzt und dann würde sich einfach jetzt komplett direkt dranhängen. Was man mit dem Stereo Trader aber einstellen kann, ist ein Trigger, also hier ein Trailing Beginn. Und das heißt, also die Position oder die Stelle, beziehungsweise das Level, wo er überhaupt erst anfängt zu trailen. Und das wird abgebildet eben durch diese Linie hier, sieht man ja, hier mit dem etwas größeren Kasten da dran. Und das ist mein Trigger. Das heißt also, sobald dieses Preislevel erreicht wird, ab da würde erst angefangen werden zu trailen. In welcher Form? Das steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt. Also das ist egal, das kann ich einstellen, also mit welcher Trading-Methode. Aber generell muss er erstmal dahin. Und damit er auch das macht, musste der Trail aktiviert sein. Mache ich jetzt nicht, weil dann fliege ich jetzt möglicherweise sofort raus, weil nämlich ein weiterer wichtiger Parameter, ganz klar, ist der Trading-Abstand. Ja, das heißt, da bestimme ich einfach, okay, in welchem Abstand hängt sich überhaupt der Trading-Stop jetzt an meinen Kurs dran. Ich gebe jetzt hier mal 10 ein, damit, wenn wir hier, wenn der Trigger getroffen wird, damit es nicht sofort rausgeht, sondern sich dann hoffentlich ein bisschen was bewegt. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob das jetzt hier gelingt. Ich hoffe es natürlich. Und aktiviere hier meinen Trail. Also das heißt, die Bedingungen müssen erfüllt sein. Ja? Also das heißt, mein Trigger muss gesetzt sein und erreicht sein. Mein Abstand muss eingestellt sein, hier jetzt gerade mit 10 Punkten. Und der Trail muss aktiviert sein. Und nur dann, wenn dann auch entsprechend das Level erreicht wird, dann würde er anfangen zu trailen. Wobei ich jetzt hier so langsam ein bisschen meine Zweifel bekomme, ob das funktioniert. Aber schauen wir mal. Das heißt also, hier müssen wir jetzt erstmal hin. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Es wäre natürlich vielleicht klug gewesen, sich vorher mal
einen Zeitraum auszusuchen, wo man das ein bisschen genauer sieht. Aber okay, so ist das halt. Mal gucken, kann ja trotzdem funktionieren. So, ich mache das hier nochmal ein bisschen größer. Ja, also das wäre jetzt halt die einfachste Art von Trading Stop. Ja, das hier ist aber auch echt eine Bewegung. Ne? Das ist natürlich jetzt so ganz typisch Vorführeffekt. Tritt hier seit über einer Stunde jetzt auf der Stelle. Und ich glaube, viel besser hätte man das jetzt hier auch gar nicht mehr treffen können. Aber mal gucken, wenn nicht, dann spule ich halt ein Stück vor und dann suchen wir uns dann halt den nächsten. So, ich verbillige jetzt hier einfach nochmal gnadenlos, einfach damit mein Break-Even hier ein bisschen tiefer kommt. Und ich habe hier natürlich im Tester-Account habe ich natürlich unbegrenzt Kapital. So, mal gucken, vielleicht finden wir hier auch noch was Cleveres, wo ich den ein bisschen besser. Ah, ne, das kann schon funktionieren hier. Mal gucken. So, ich kann das ja hier mal ein bisschen beschleunigen. Gebe hier mal einen anderen Wert ein. So, es ist wie im echten Markt, ne? Also keine Ahnung, wo das Ding hinläuft. Beziehungsweise vielleicht eine Ahnung, aber man kann es nicht beeinflussen, wann er was macht. Das jetzt ist schon so ein bisschen so ein Bogen, der kann natürlich das auch komplett hier runter klatschen. Das ist natürlich auch möglich. So, mal noch ein bisschen beschleunigen hier. Mal gucken, ob das hier auf volle Geschwindigkeit eingestellt ist. Ja. So, ich kann es aber auch mal anders machen. Geht ja nur um die Vorführung hier, dass er halt dann stattdessen eben im Verlust trailt und nur darum, dass sich halt mal was bewegt. Ja, ich ziehe jetzt mal den Trigger, halt jetzt einfach mal hier an eine andere Stelle. Das heißt, das ist ja der Punkt, der erreicht werden müsste, damit es überhaupt trailt. Und jetzt komm, stell dich nicht so an, DAX. Jetzt kommen wir mal hin. Wobei die Kerze natürlich hier nicht schön ist für einen Long Trail. Ich drücke jetzt mal hier auf den Knopf, wenn nicht, suche ich mir eben den nächsten. So, ein bisschen beschleunigt hier. Jetzt haben wir dann vielleicht schon eher eine Chance, dass das funktioniert. Immer noch nicht. So, da sind wir jetzt, ja. Also das wäre jetzt halt hier der ganz normale Effekt. So, hier mal ein bisschen langsamer. Das heißt, der Trigger wurde erreicht und wie man gesehen hat oder wie man jetzt sieht, immer sobald ein neues Hoch erzeugt wird, läuft der Stop einfach hinterher. Ja. So. Der Trigger war jetzt natürlich, in dem Beispiel war der jetzt hier im Minus. Das heißt, der war bereits dort, wo meine Position noch nicht im Plus war und hat dort schon angefangen zu laufen. Ich kann das aber jetzt hier auch nochmal ändern. Das heißt, ich kann den Trigger auch jederzeit verschieben. Ja, so sieht man es ein bisschen schöner. Trigger erreicht und dann fängt er an zu trailen. Aber jetzt hier eben im direkten Abstand von 10 Punkten. Wobei man auch dazu sagen muss, immer im Tester sind die Bewegungen von den Kerzen andere, wie jetzt zum Beispiel im Live. Ja. Also hier kann man ja fast schon riechen, was er macht. Und weil sich das immer ziemlich geschmeidig bewegt, ziemlich gleichmäßig. Und im Live ist halt so ein Trading Stop jetzt mit festem Abstand, funktioniert meistens nicht gut. Und weil er doch innerhalb, gerade auch von einer Kerze, doch oft gerne mal seine Haken schlägt. Ja, ich denke aber, als jetzt hier generell die Demonstration ist jetzt erstmal gelungen. Das heißt, der Trigger wurde erreicht, der Trail hat angefangen, hier in einem Abstand von 10 Punkten. Dann gibt es jetzt noch, also wenn es dazu Fragen gibt, kann man gerne einstreuen, da würde ich sofort drauf eingehen. Ansonsten würde ich jetzt gleich mal hier die nächste Funktion mal ansprechen vom Trading Stop. Und was nämlich auch eben oft gefragt wird, das ist nämlich die automatische Gewinnabsicherung. Ja, man kann das auch kombinieren. Also ich habe hier grundsätzlich so ein paar Schaltflächen. Ich lasse die Position jetzt auch mal auf. Vielleicht läuft die ja noch ein bisschen weiter hoch. Ich habe hier so ein paar Schaltflächen. Also ich denke mal, Stop-Loss ist klar. Ja, wenn der aktiviert wird, wird der Stop-Loss aktiviert. Bei Take-Profit, der wird jetzt ein bisschen tief stehen. Ich stehe jetzt das Beispiel auf 50 Stelle. Und wenn ich Take-Profit aktiviere, ist entsprechend mein Take-Profit da. Und wenn ich Trail aktiviere, wie man gerade gesehen hat, ja, würde er trailen und wenn der aus ist, wird eben nicht getrailt.
Hier sieht man übrigens auch, am Stop-Loss gibt es auch nochmal so eine Schaltfläche, hier so ein kleines T. Und das ist absolut nichts anderes, ich stelle hier den Abstand nochmal ein bisschen größer, nur um das eben vorzuführen, das ist nichts anderes als die Schaltfläche da oben. Ja, das sieht man, die sind synchronisiert. Das heißt, so, egal ob ich hier drauf klicke oder da unten, das spielt keine Rolle. Und es ist einfach auch nur Geschmackssache, beziehungsweise so bin ich halt einfach, zum Beispiel im Scalping oder so, bin ich halt einfach ein bisschen näher dran und muss die Maus halt ein bisschen weniger bewegen. Beziehungsweise, weswegen es halt auch drin ist, kann ich mal kurz zeigen, ist, ich mache das mal eben aus, man kann ja auch handeln, wenn das Panel zum Beispiel ausgeblendet ist. Ja? Das heißt, ich kann das hier komplett wegblenden und da oben ist ja noch so ein Mini- oder Mikro-Terminal eigentlich. Das heißt, ich kann hier nach wie vor kaufen, verkaufen, glattstellen. Und wenn man zum Beispiel halt wenig Platz hat oder mehrere Charts gleichzeitig auf, und da bin ich natürlich hier, da muss ich das nicht aufklappen, sondern kann es entsprechend einfach auch direkt hier unten aktivieren, jederzeit. Ja? Das heißt, muss da nicht unbedingt immer im Terminal rumschrauben, beziehungsweise hier im Handelspanel aktiv werden. Eine andere Funktion ist, was halt eben auch ganz oft gefragt wurde in der Vergangenheit und deswegen auch erst kürzlich in der Form dazugekommen ist, zum Beispiel beim Scalping, also wenn jemand jetzt als Beispiel nur irgendwie mal eben 5 oder 10 Punkte mitnehmen möchte und das möglichst mit kleinem Risiko, da kommt natürlich die Frage, wie kann ich denn mein Break-Even am schnellsten absichern? Ja, also jetzt ohne die ganzen Automatiken, ohne Trail, gehört aber zusammen. Und deswegen erwähne ich es auch ganz kurz. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich bin hier im Profit und will eigentlich nur ein paar Punkte und will das nur schnell absichern. Und da gibt es hier auch am Stop-Loss direkt den Button, sieht man auch, da steht auch direkt dran, Einstieg sofort absichern. Das heißt, sobald ich da drauf klicke, jetzt warte ich nochmal eben, der ist jetzt hier gerade so ein bisschen gefährlich nah an meinem Einstieg, sobald ich da drauf klicke, wandert entsprechend der Stop-Loss sofort an meinen Entry. Ja, ich zeige das mal eben, zack, da sitzt der halt exakt drauf. Ja, das ist einfach nur auf 0. Da wäre jetzt natürlich der Spread wäre jetzt noch nicht verdient an der Stelle, aber darum geht es bei der Funktion nicht. Es geht nur darum, halt möglichst schnell hier die Position erstmal soweit zu sichern. Und man kann ja auch jederzeit, klar, wenn man das jetzt gemacht hat, auch jederzeit von Hand nochmal schnell nachziehen. Ja, aber so ist man erstmal schnell in dem Bereich, wo eine Position weitgehend dann aus dem Risiko raus ist. Ja, also einfach hier unten auf BE. Das ist die manuelle Absicherung. In der Kombination mit dem Trading Stop, also mit dem Panel hier, gibt es aber auch die Möglichkeit, einen Break-Even automatisch absichern zu lassen. Das ist diese Schaltfläche hier, diese BET heißt die, ist einfach nur als Abkürzung gedacht. Das ist die Break-Even-Funktion aus dem Trail, deswegen heißt die BET. Und deswegen steht auch hier Trading Beginn BE, ja, weil das BE gehört hier zu der BET-Funktion. Das heißt, also hier mein Trigger, ja, der steht ja momentan hier bei 10 Punkten. Ja, wenn ich den jetzt als Beispiel hier oben setze, sieht man auch, verändert sich auch jedes Mal der Wert. Das heißt, ich kann also auch diesen Trading Stop auch einfach nur dazu benutzen, um zum Beispiel eine Position automatisch absichern zu lassen, wenn der Trigger erreicht ist. Ja, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt ist er ein bisschen schnell hier unterwegs, wenn jetzt zum Beispiel ich sage, okay, wenn mein Trigger erreicht wird, will ich erstmal nur meine Position abgesichert wissen, ob ich dann trail, überlege ich mir später. Ja, dazu einfach BET auswählen und dann wird man sehen, sobald es erreicht ist da oben, mal gucken, ob jetzt nicht einen Tick davor bremst, aber sobald der Trigger erreicht ist, zack, hat man gesehen, springt der Trading Stop über meinen Break-Even. Ja, ich denke, man hat es gesehen, ich zeige es nochmal, ich mache das nochmal weg. Man sieht also immer, sobald ich halt hier wieder irgendwas ändere, wird das Ganze resettet und dann ist so, als wäre das noch nicht passiert, weil es ist immer nur diese interne Berechnung. Ja? Also der Stop-Loss selber, wie ich den eingestellt habe, der ist davon nie berührt. Ja, also der steht bei 20 und solange hier nichts erfüllt ist, steht er eben bei 20. So, jetzt haben wir es nochmal. Hier springt also 2 Punkte in dem Fall über meinen Break-Even. Und diese 2 Punkte wird natürlich jetzt auch sich der eine oder andere fragen, warum jetzt ausgerechnet 2 Punkte? Das ist nur eine Voreinstellung, die kann man auch umstellen. Das heißt,
hier oben über das Setup, dann bei Trading und dort gibt es eine Break-Even Plus, heißt das Feld. Ja? Und hier stehen 2 Punkte drin. Das heißt, wenn ich hier 10 Punkte einstelle und dann würde er entsprechend den Stop-Loss 10 Punkte drüber ziehen oder auf 0, dann halt eben auf 0. Und das ist einfach nur die Voreinstellung, das kann sich jeder einstellen, wie er möchte. Und eben wie gesagt nur voreingestellt und deswegen steht er da jetzt genau 2 Punkte drüber. So, der Einstieg war gar nicht so schlecht, wie ich sehe, um vielleicht auch hier noch ein paar weitere Sachen jetzt relativ einfach zeigen zu können. Man kann natürlich jetzt auch, wie man sieht, es sind ja 2 unterschiedliche Schaltflächen. Ja? Da liegt die Vermutung schon nahe, dass man das ja auch kombinieren kann. Und das heißt, ich kann also zum Beispiel beim Erreichen hier von meinem Trigger, kann ich entsprechend auch beides machen. Das heißt, ich kann halt sagen, okay, sichere mir meine Position ab und traile. Das macht natürlich jetzt bei so einer Einstellung, wie wir sie hier haben, macht es natürlich wenig Sinn. Ja, weil wenn man da mal kurz nachrechnet, sieht man, okay, Trailing Beginn bei 34 Punkten, Trail Abstand 20 Punkten und die Break-Even-Absicherung 2 Punkte drüber. Das heißt, wenn ich das hier kombiniere, macht die Break-Even-Absicherung keinen Sinn, weil er dann nämlich direkt sowieso höher springt. Ja? Aber es gibt ja noch andere Trading-Methoden, bei denen macht das durchaus Sinn, weil ja nicht jede Trading-Methode sofort anfängt zu laufen, sondern für manche gibt es ja eben auch entsprechende Kriterien, damit er sich überhaupt mal bewegt, der Trail. Aber das ist halt mal, nur um das, dass wir das mal grundlegend also mal haben, also diese beiden Geschichten sind voneinander völlig losgelöst, das heißt also Break-Even-Absicherung und Trail kann man entweder einzeln verwenden oder auch in Kombination voneinander. Hier kommen irgendwie gar keine Fragen, das irritiert mich so ein bisschen. Entweder sind alle eingeschlafen oder sind heute alle hier wirklich extrem auf Zack. Also lebt da noch einer? Vielleicht kann man jemanden Lebenszeichen von Dirk, alle aufmerksam. Es sind Fragen da, aber noch nicht zum Trailing Stop. Okay, alles klar. Gut, so jetzt zeige ich mal eine andere Trading-Methode. Also wie gesagt, direkt im Abstand dahinter bei Scalping, super. Das ist meine persönliche Meinung und Erfahrung. Für alles andere wenig geeignet. Und ich habe immer so ein paar Aha-Erlebnisse. Das freut mich natürlich, wenn dann halt Anwender vom StereoTrader plötzlich dann auf Sachen stoßen, wo sie sagen, naja, das verdammt, warum habe ich das nicht vorher schon gehabt? Das ist ja total klasse. Und der entscheidet viel besser, wann es da rauszugehen ist, wie ich. Ja, weil ich meine, jetzt gerade mal angenommen, ist hier wirklich ja halt long gegangen. Die Idee war ja gar nicht so schlecht, wie man sieht. Das ist schon ordentlich ins Plus gelaufen. Die Frage ist jetzt hier nur, wo gehe ich denn jetzt eigentlich raus? Ja, also ich meine, ich kann natürlich jetzt hier mit gewissen Methoden, sei es jetzt Fibonacci oder weiß der Kuckuck was, ja, Vortageserweiterungen, kann ich natürlich halt sagen, okay, da ist mein Ziel, da gehe ich raus. Das ist ja alles gut und schön immer, ja. Wenn der DAX oder beziehungsweise diejenigen Handelsteilnehmer, die eben den DAX dann doch weitgehend steuern, da anderer Meinung sind, da kann ich so lange auf meinen Punkt warten, wie ich will. Und wenn ich zu sehr daran glaube, und dann bin ich mit Schluss dann halt da mit Null raus. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Und ich mache das hier mal noch ganz langsam, weil das sieht mir ganz nett aus, um das gleich demonstrieren zu können, was der da macht. Das heißt, ich kann mein, also grundsätzlich ist es ja so, dass mein Trailing Stop entscheidet, wann die Bewegung aufgelöst oder wann mein Trade aufgelöst wird. Das heißt, ich gebe es an der Stelle aus der Hand. Und das ist wirklich eine Sache, wenn man sich darauf mal ein bisschen auch einlässt. Ja, also das ist wirklich eine Sache, die kann ich auf jeden Fall wirklich empfehlen, weil es halt einfach auch den Stress aus der Geschichte rausnimmt. Ja, weil ständig Entscheidungen treffen zu müssen, ja, gehört ja zum Handel natürlich dazu, aber man kann auch manche Entscheidungen einfach dem Markt überlassen. Und was es zum Beispiel gibt oder was ich vorhin auch gemeint habe, wo ich dann halt oft das Feedback von Usern dann bekomme, dass die da halt plötzlich über so eine Funktion stolpern und dann sagen, warum habe ich das nicht vorher schon mal gemacht, finde ich total klasse. Es gibt nämlich zum Beispiel einen Trading Stop hier drin, der wirklich sehr verlässlich ist und sehr, sehr gute Ausstiege liefert. Der beruht eben auf so ein paar Regeln von Price Action und Markttechnik. Und das Ding heißt PLH Peak. Ich zeige dir mal gleich als erstes, gehe aber nachher auf die anderen auch noch ein. Also PLH Peak und PLH Close, das sind die beiden, die auf Price Action
Berechnungen beruhen. Und nur um das mal kurz zu erklären, der PLH-Peak, der würde mit dem Abstand, den stelle ich hier auch mal eben schon mal gleich ein, ich hoffe, der läuft jetzt hier noch ein bisschen, braucht also auch einen Abstand und einen Trigger. Und PLH-Peak zieht den Stop unter dem, jetzt zum Beispiel im Falle von der Long-Position, unter dem Tief der Kerze her, die das höchste hoch gemacht hat. Klingt eigentlich total simpel, ja, ist aber erstaunlich, wie oft das funktioniert. Oder ich habe halt wirklich, also das ist auch eine Sache, ich persönlich vertraue der dann auch mehr als jetzt meiner Intuition, weil einfach zum einen ist das eine Geschichte, die ist einfach aus dem Backtest heraus entstanden, ja, also wo ich einfach weiß, der liefert saubere Ausstiege. Also wir haben auch zum Beispiel die Sportstrategie vom Oliver Schwab, die ist zum Beispiel auch mit dem Stereotrader darauf abgestellt und die erzielt hat im Durchschnitt tatsächlich auch, also zumindest von dem, was wir bis jetzt da halt getestet haben, tatsächlich auch die besseren Ergebnisse, weil die hat, weil es halt wirklich so ist, das sind möglicherweise dann auch Algorithmen, die da halt beim DAX oder beim FDAX da halt teilweise eingesetzt werden und die Positionen da halt entsprechend einbringen, die scheinbar da schon auch nach ganz ähnlichen Regeln da auch laufen. Und wo ich es halt auch einfach schon sehr oft gesehen habe, ist bei News zum Beispiel. Dort allerdings dann nicht im 15-Minuten-Chart, sondern sogar im 1-Minuten-Chart liefert er ja wirklich ganz hervorragende Ausstiege. Und da kann man eigentlich schon in ganz, ganz vielen Fällen, ja, also ich will jetzt nicht sagen, in 90% der Fälle, so viel ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist tatsächlich so, wenn der einen Ausstieg liefert, jetzt zum Beispiel in der Long-Position, und dann gibt es in den allerseltensten Fällen neue Hochs. Ja, also das ist dann schon eher die Ausnahme. Und das heißt, da sieht man dann auch nachher, oh, alles klar, das war ja eigentlich super, danach kam ja auch nichts mehr. Und in den meisten Fällen ist es eben so. Und das ist eben, wie gesagt, dieser PLH-Peak. Ich werde den jetzt mal versuchen, hier zu aktivieren. Wenn nicht, würde ich das hier gleich nochmal neu starten, weil die Bewegung ist wirklich prädestiniert, um das vorzuführen eigentlich. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es da oben weitergeht. Man kann den Trailing Stop visualisieren, sodass man nachher auch angucken kann, wie ist der gelaufen. Dazu gibt es hier im Bereich Navigator, muss man mal gucken, wenn der Stereotrader installiert ist. Dort gibt es bei, ein bisschen hoch hier, also Indikatoren und dann Stereotrader und dann Tools. Dort gibt es ein Plugin, das heißt Trace SLTP. Das einfach mit Doppelklick hier draufziehen. Und dann simuliert er bzw. zeichnet mir gleich den Verlauf vom Trailing Stop. So, ich habe jetzt hier, wie gesagt, den PLH-Peak habe ich an der Stelle gewählt. Der Trigger ist ja ohnehin erreicht. Das heißt, wenn ich den starte, läuft er sofort los. Im Abstand von 5 Punkten unterhalb der Kerze, die das höchste Hoch gemacht hat. Ja, so, jetzt gucken wir mal, wie weit er hier kommt. Das heißt, das ist in dem Fall ist das jetzt diese Kerze hier. Ich kann das mal versuchen, ein bisschen größer zu machen, damit man es ein bisschen besser erkennt. Ja, also die Kerze, das heißt, auch jetzt vom zeitlichen her, guckt natürlich nicht zurück so und so viel Balken, sondern ab dem Moment, wo ich das aktiviere, sucht er sich die letzte Kerze mit dem höchsten Hoch. Ja, und das war jetzt vorhin beim Start, war das die hier. Und die letzte, die jetzt fertig geworden ist, war die hier. Entsprechend ist er jetzt hier hochgesprungen, sieht man auch den Verlauf vom Trailing Stop. Und gucken, ob wir jetzt hier auch wirklich vielleicht tatsächlich auch ein brauchbares Beispiel bekommen. Ich schiebe das mal hier ein bisschen durch die Gegend. Und vielleicht sehen wir auch hier gerade schon das, was ich vorhin gesagt habe. Wie gesagt, natürlich nicht immer, aber eben in sehr vielen Fällen liefert er wirklich dann einen sauberen Exit. Ja, das wäre jetzt ja auch vielleicht schon so ein Punkt gewesen, wo man gesagt hat, oh, da gehe ich lieber mal raus. Aber wie man sieht, das Ding läuft weiter. Und wie man hier auch sieht, ja, die nächste 15-Minuten-Kerze hat auch das Tief hier nicht verletzt. Ja, das ist bei solchen Anstiegen, ist das halt echt auch relativ oft zu beobachten, dass das halt dann eben so funktioniert. Kann natürlich jetzt trotzdem sein, dass jetzt hier eine kleine Schweinerei kommt und der runter und dann doch nochmal hoch. Ja, aber selbst da sage ich dann trotzdem guter Ausstieg, ja, weil wenn der Markt nämlich sowas macht und dann ist er eigentlich unsauber, ja, dann macht es auch Sinn, eine Position zu schließen. So, und hier ist es natürlich ein bisschen tricky, hier haben wir einen Shooting Star, aber auch der heißt nicht unbedingt irgendwas. Und das jetzt werden wir aber sehen, ja, also vom Abstand, das ist auch so ein Erfahrungswert, so passt. Ja, ist natürlich jetzt nicht mehr allzu weit gekommen.
Und ich kann aber mal weiterlaufen lassen, mal gucken, wie die Bewegung weitergeht, ob jetzt mal hier noch ein neues hochkommt oder nicht. Ja, man sieht schon, hier die 15 Minuten sind jetzt um, ich bin hier raus. Und wenn ich das Ding jetzt natürlich komplett von unten getrailt hätte, hätte ich hier 75 Punkte mitgenommen. Und was man sich von Hand zu Fuß vielleicht gar nicht, wenn man jetzt Intraday handelt, gar nicht getraut hätte oder was heißt nicht getraut, aber wo man zumindest sagt, okay, vielleicht ein bisschen weit. Aber hier sieht man ja schon, ja, der Aufstieg war sauber. Also der ist hier raus und hat erstmal ein neues Tief gemacht. Und das ist nicht so ein, ist meistens eben nicht so ein typischer Ausstieg, wo man abgefischt wird und dann geht es trotzdem weiter. Nein, da kommt jetzt erstmal ein neues Tief. Und wie wir hier sehen, kommt jetzt noch ein neues Tief und so weiter und so fort. Und das meinte ich eben mit der Verlässlichkeit, ja, von so einem Trading Stop. Weil das von Hand ist halt die Frage, geht man da raus, ja, oder hängt man da oben fest und sagt, ah, da kommt schon wieder, nee, zieh mal Stop ein bisschen tiefer, zieh mal da unten hin oder keine Ahnung. Das kann man sich alles schenken. Also, weil der Markt hat hier gedreht, also zumindest mal jetzt hier im 15-Minuten-Chart und der Exit, also ich glaube viel besser, klar, natürlich hätte man da oben rauskommen können, aber das ist ja Quatsch. Man erreicht denn fast nie den optimalen Ausstieg. Aber jetzt von der Logik her, von der Markttechnik, beziehungsweise von der Price Action, die hier zugrunde liegt, ja, die ja dann auch hier vorgibt und sagt, hier gehst du raus, die funktioniert. Und das war jetzt hier, also ich habe das vorher wirklich nicht irgendwie hier einstudiert, das hat man vielleicht vorhin ja auch gemerkt, als ich die Position hier eingekauft habe, aber so ist das wirklich meistens. Ja. Das heißt, ich kriege hier einfach einen sauberen Ausstieg. Und ganz oft kann man das eben beobachten. Und das ist fast immer schon ein Umkehrsignal, wo man schon fast short gehen kann. Und das sind eben echt tatsächlich auch Sachen, die sind im Backtest, haben die sich bewiesen. Ja. Und deswegen gibt es genau solche Funktionen hier drin. Und die sind halt meistens schlauer als man selbst oder oft auch tatsächlich besser als die eigene Intuition, weil die täuscht einen ja auch gerne mal und lässt einen Sachen sehen, wie man sie gerne hätte. Ja, wenn ich zum Beispiel hier oben Ziel gehabt hätte bei 11.030, ja, dann würde ich jetzt hier hängen mit 50 Punkten hinten. Das kann man sich ja alles schenken. Der Markt hat hier entschieden, hier geht es erstmal runter und der Trading Stop hat es erkannt. Ja. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht bei YouTube. Das heißt, es geht um das Thema Exit-Automation. Und wo ich zum Beispiel auch so einen Trading Stop, auch in 15 Minuten, das war ein Live-Trade, kombiniert habe, eben mit einem zeitlichen Ausstieg, mit Teilverkäufen und eben genau dieser Form von Trading. Und das ist halt tatsächlich eine Sache, da kann man sagen, okay, ich bin in meiner Position drin, ich mache jetzt was anderes und gehe aus der Tür raus und gucke vielleicht alle Stunde mal aufs Handy, ob die Welt noch in Ordnung ist. Und das war es dann aber, ja. Weiß dann aber einfach, das, was hier zugrunde liegt, was hier meinen Exit steuert, das hat einfach eine statistische Bewandtnis und die ist entsprechend, wenn man sie natürlich immer verwendet, ganz klar, dann liege ich einfach statistisch auf, bin ich auf der sicheren Seite und weiß, okay, das Ding geht sauber raus. Und ich habe jetzt hier auch ganz bewusst den 15-Minuten-Chart gewählt, weil der funktioniert damit eigentlich schon recht gut. Also jetzt gerade für Intraday, das heißt, das ist ja so eine Bewegung jetzt hier von, was war das, circa 120 Punkten. Das ist ja Intraday, ist das ja normal, so als Maximum. Manchmal gibt es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber eben für Intraday-Handel ist das so ziemlich der sauberste eigentlich, was jetzt diese Form von Trading angeht. Man kann es natürlich genauso gut auf Tageskerzen anwenden oder auf Wochenkerzen. Das geht natürlich ganz genauso gut, weil die Regeln sind die gleichen. Aber 15 Minuten von meiner Seite ganz klare Empfehlung für Intraday-Handel mit dieser Art von Trading Stop. Da kam jetzt gerade die Frage, wie funktioniert der PLH Close? Kann ich auch kurz erklären, vielleicht kann ich den auch zeigen. Ich werde es einfach mal versuchen. Ich gehe jetzt mal hier long noch mal eine Runde. Und das sieht jetzt ein bisschen nach Ausbruch hier aus. Vielleicht funktioniert das ja. Und wähle jetzt einfach mal den PLH Close. PLH Close arbeitet ganz ähnlich. Der sucht sich nämlich nicht die Kerze, die das höchste Hoch gemacht hat, sondern die Kerze, die den höchsten Schlusskurs gemacht hat. Ja, und das wäre jetzt halt, wenn wir da mal zurück gucken hier auf den Trailer vorhin, den höchsten Schlusskurs. Ja, das war nicht die rote,
sondern das war die hier, ja, also die davor, das ist schon fast hier ein Hanging Man ist. Und das heißt, der hätte jetzt nicht nachgezogen bei dieser Kerze, sondern hätte da gar nichts gemacht, sondern hätte gewartet, bis ein neuer höherer Schlusskurs kommt. Muss ich leider gestehen, habe ich nicht, persönlich nicht so viel eingesetzt wie den PLH Peak, weil ich mit dem immer sehr zufrieden war. Okay, der hat jetzt nicht funktioniert. Aber ich meine, das mal im Euro mal auch eingesetzt zu haben, weil dort ist es, glaube ich, so ein bisschen sauberer damit gelaufen mit dem PLH Close. Ja, das heißt, weil der Euro macht ja auch mal gerne so Spirenzchen irgendwie, läuft man eine ganze Stundenbewegung mal halt irgendwie zurück und geht dann wieder hoch. Und das heißt, wenn sowas dann halt passiert, ja, und ich jetzt einen massiven Ausbruch in zum Beispiel einer Stundenkerze habe und die nächste hängt dann nur irgendwie mittendrin oder hat einen Peak gemacht oder so, dann komme ich natürlich mit dem PLH Close besser raus, weil der ist natürlich nochmal eine Nummer langsamer und oder zäher oder wie auch immer. Mal gucken, vielleicht sehen wir das jetzt ja hier mal. Wenn jetzt hier nicht eine größere Korrektur bekommen. Ich lasse ihn mal ein Stück weit anlaufen hier. Ja, das sieht doch gut aus. So, jetzt ziehe ich mal den Trigger mal hier runter, dann sieht man den auch mal. Dann sieht man auch mal den Verlauf ein bisschen besser vielleicht, falls die Bewegung jetzt noch ein bisschen größer wird. Ja, und das Schöne ist halt eben, bei so einer Bewegung, wenn ich da jetzt zum Beispiel mit einem Trading-Stop dranhänge, mit 10 Punkten Abstand, ja, sieht man ja, der war jetzt da oben irgendwo bei, wo war er, 95 oder jetzt hier bei 98, 11.000, da haben wir einen schönen Ausbruch erwischt auf jeden Fall. Das heißt, wenn der jetzt 10 Punkte dranhängen würde, würde ich jetzt hier wahrscheinlich gleich schon rausfliegen. Zack, da wäre ich schon weg. Ja. Und der hat sich noch nicht mal bewegt. Also der hat halt einfach die Ruhe weg. Und weil es erstmal die Entwicklung anguckt, wie sich das Ganze darstellt. Und mal gucken, ob das jetzt hier auch funktioniert bei so einer Marke wie der 11.000. Die ist ja nicht gerade ohne. Und mal gucken, wie weit wir da kommen, weil das wäre natürlich jetzt auch so ein typischer Short-Kandidat. Die 11.000 kann natürlich sein. Aber ich guck mal, ich lasse den einfach mal laufen. Mal gucken, vielleicht funktioniert das hier ja auch. Ich werde es mal ein bisschen versuchen zu beschleunigen. Ja, nee, das war dann doch die bessere Short-Marke an der Stelle. Okay. Hätte man natürlich jetzt mal andersrum versuchen können, aber wie gesagt, ich habe die Kurse hier nicht auswendig gelernt. Von daher, ich gehe jetzt aber hier einfach nochmal rein. Mal gucken, ob der wirklich drunter geht. Ja, sieht schon ein bisschen böse aus, was der da macht. Wie gesagt, wenn nicht, mache ich das gleich nochmal mit dem gleichen Zeitraum, weil hier wissen wir jetzt ja, was passiert. Komm, dann mache ich das doch direkt und dann müssen wir hier nicht warten, bis wieder irgendwas funktioniert, sondern starte es einfach mal direkt mit dem Zeitraum. So, machen wir es nochmal. Nochmal zu. So, es dauert hier immer einen Moment, bis da was passiert. Wenn man den Tester startet. Aber irgendwann soll es schon kommen, ne? Hast du schon wieder zu schnell gedrückt, hör mal. Nö, lebt ja alles noch. Da ist er doch. So. Ja, ich bin manchmal wieder ein bisschen schnell. So, spulen wir noch mal ein bisschen vor. Natürlich die Frage, ob ich jetzt den gleichen Zeitraum nochmal finde. Wir waren ja vorhin hier irgendwie bei 10.900. Das sollte ja zu schaffen sein, den nochmal. Müsste der 3. November, glaube ich, gewesen sein. Genau, der war ja kurz eben da oben drunter und kam dann hier runter gepurzelt. Mal gucken. So. Vielleicht kannst du ja diesmal short gehen. Ja, ja. Nee, ich mache jetzt erst mal den Long, den wir gerade hatten. Ich stelle nochmal die Farbe um hier. Das hat sich irgendwie gerade nicht gemerkt. Ja, Tester ist immer so ein bisschen tricky. So, decken wir uns hier mal long ein. Positionsgröße ist ja wurscht. Bei 8,86 irgendwo in dem Bereich waren wir auf jeden Fall. So, dann lasse ich den erstmal hier eindecken.
So, da sind wir doch. So, machen wir das Ganze noch ein bisschen größer, damit man es noch ein bisschen sieht. Also der PLH Close ist jetzt gewählt. Mein Trigger liegt hier. Ich glaube, der kam vorhin nochmal irgendwie so runter. Ich weiß es natürlich nicht mehr genau. Ich mache den Trace as LTP, das Plugin. Also riesig hier. Das Plugin nochmal drauf. Und lass den jetzt halt hier mal da ein bisschen reinlaufen. Gucken wir es nochmal. Ich habe das vorhin jetzt auch gar nicht kontrolliert, ob der da wirklich sauber durchgelaufen wäre. Aber wir werden es gleich wissen. So. Also hier PLH Close, das heißt, er muss immer einen höheren Schlusskurs machen, um den Stop nachzuziehen. Ich mache das hier nochmal ein bisschen schneller, damit es nicht allzu lange dauert. Ja, die Geschwindigkeitsregelung, die hat auch so ihre eigene Logik hier im MetaTrader, da geht immer entweder nur ganz schnell oder gar nichts. Deswegen hat das hier so eine eigene Regelung, die kann das zumindest so ein bisschen abfangen, aber leider auch nicht. Also ich bin hier bei Trades langsamer Moment. Muss das mal das Häkchen nochmal wegmachen. So. Aber das sieht doch schon ganz gut aus, was er da treibt. Ja, ne, jetzt sieht man es, da überhaupt nichts passiert, wo man vielleicht schon irgendwie von Hand zu Fuß auch nervös geworden wäre. Und zieht jetzt einfach jedes Mal nach, wenn ein neuer höherer Schlusskurs kommt und sonst nicht. Ja, und hier auch ganz sauber, weil das natürlich ein Gap ist, natürlich ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen doof. Hoppla. So, das war natürlich jetzt, ja, wegen dem Gap, da hätte man halt vielleicht ein bisschen den Abstand ein bisschen erhöhen müssen. Okay. Aber nichtsdestotrotz hat man hier vielleicht gesehen, beziehungsweise ich versuche den jetzt mal zu shorten dann da oben an der Stelle. Und das war ja halt entsprechend der nächste Punkt. Mal gucken, geht ja umgekehrt ganz genauso. Also, gucken, da kommt er auf jeden Fall ja nochmal hin da oben. Ah ne, das war der zweite Anlauf, ne? Genau am nächsten Tag, ja, richtig. So, dann hoffen wir. So, dann sind wir hier erstmal short, ging er so hoch, weiß ich gar nicht, machen wir den Stop ein bisschen weiter weg. Okay. So, dann gucken wir, wie das hier jetzt funktioniert. Und damit man den Effekt eben auch mal sieht, mal kurz ein bisschen beschleunigen. Ja. So, das heißt, es ist immer ab der Stelle, wo es dann halt eben eingesetzt hat, da sucht jetzt entsprechend immer die Kerze, die neuen tieferen Schlusskurs gemacht hat. Auch vielleicht noch ganz wichtig zu wissen, wenn ich jetzt so einen Trading-Stop aktiviere, ja, zum Beispiel auf 15 Minuten und der läuft. Und wenn ich dann den Timeframe wechsle, das kann ich jetzt nur hier im Tester nicht, dort bin ich immer auf einen Timeframe halt festgelegt. Aber wenn man dann zum Beispiel auf 30 Minuten oder Stunde oder was auch immer dann halt switcht, das ändert an dem Trail nichts. Ja? Der merkt sich, in welchem Timeframe er gestartet wurde. Sieht man auch, ja, wenn man hier die Maus drüber bewegt über Trail, dann steht jetzt hier auch zum Beispiel drin Trading Stop M15. Ja? Und daran kann man natürlich auch ganz einfach kontrollieren. Und wenn man da halt sicher gehen möchte, in welchem Timeframe man den überhaupt aktiviert hat. Ja, wenn man da irgendwie sich nicht mehr sicher ist, bevor man da alles nochmal resettet und neu macht, einfach hier die Maus drüber bewegen und dann sieht man das. Ich glaube, hier ist das Gleiche. Und genau, hier wird es auch angezeigt. Ja, und hier sieht man auch schön, der reagiert überhaupt nicht noch. Ja, ist noch nichts passiert. Erst wenn die Kerze jetzt hier abgeschlossen ist, können wir da auch jetzt gleich mal gucken, habe ich vorhin ja auch nicht gemacht, ob er jetzt hier auch einen sauberen Exit liefert, aber das ist wie gesagt nochmal die andere Logik, das ist hier PLH Close, nicht PLH Peak, aber das sind auf jeden Fall meine absoluten Favoriten, also alles andere bräuchte man glaube ich gar nicht, also ich handle wirklich nur mit denen und beim Scalping halt mit dem Tick Average, aber da komme ich jetzt gleich mal drauf zu sprechen, vielleicht können wir da auch mal ohne den Tester dann mal gucken, ob wir da im Dow Jones oder im DAX vielleicht was machen können gleich. Werde ich mal versuchen, weil das ist ja gerade so eine Uhrzeit, jetzt so zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, da kann man ab und zu auch mal ganz nett scalpen. Also wenn da nicht gerade irgendwie die Luzi abgeht oder irgendein Draghi spricht oder irgendjemand von der Fed irgendwie eine große Rede hält, dann kann das funktionieren. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier den Exit an.
Und ob der jetzt auch so sauber ist, ich mache das hier einfach ein bisschen schneller. Ja, ne? War doch eigentlich auch ganz okay. War hier jetzt ein bisschen höher, also der andere hätte, gerade überlegen, hätte der vorher gegriffen, der hätte eigentlich das gleiche gemacht. Also war jetzt hier das gleiche Ergebnis wie beim PLH Close. Ich vermute wirklich mal, die tun sich nicht viel. Also man kann das ja halt auch, der Stereotrader hat ja auch einen Estimator an Bord, auf den kommen wir ein andermal zu sprechen, wo man zum Beispiel einfache Strategien einfach mal ganz schnell innerhalb von ein paar Sekunden testen kann und auch visualisieren kann. Und dort sieht man dann auch genau, also in der Vergangenheit, wie die Ausstiege halt laufen. Das heißt, ich muss das gar nicht hier im Tester machen, sondern das kann das im Estimator machen. Das heißt, so ein Estimator, wenn ich da zum Beispiel eine ganz simple Strategie halt hinterlege und sage, pass mal auf, du gehst morgens um 9 Uhr long, ja, geht nicht darum, dass ich da jetzt eine Strategie habe, die mich wahnsinnig reich macht, sondern einfach nur, wo ich halt einfach irgendwelche Einstiege mal automatisieren kann und dann halt eben genau solche Geschichten ausprobieren kann und mir angucken kann, wie läuft das? Also wie wäre das im letzten Jahr gelaufen? Und da kann man sich recht schnell einen Überblick verschaffen, ob das jetzt eine gute Geschichte ist oder nicht mit so einem Trading-Stop. Ich gehe jetzt auch mal ganz kurz noch auf die anderen ein, die wir dann auch noch drin haben. Dazu packe ich mir jetzt mal hier ganz kurz einen gleitenden Durchschnitt dazu. Ich nehme jetzt einfach mal den Moving Average, den, was nehmen wir denn? Einfach mal einen 50er. Ja, der ist nicht ganz so zackig unterwegs wie der 20er. Und das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Short gehe, ob das eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht. So, ich gehe einfach mal Short, mache das hier mal alles kurz aus, damit ich nicht direkt wieder rausfliege. Und kann ich genauso gut nämlich sagen, auf, wenn du hier unten angekommen bist, dann fang an zu trailen. Stell mir meine Position auf Break-Even und häng dich an den SMA 50. Ja, so, das ist der hier, den habe ich ja gerade eingeblendet. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob das jetzt hier gut ist oder nicht. Wäre natürlich schön, wenn wir mal halt eine größere Bewegung hätten. Und weil der läuft natürlich extrem zäh, ne? Und also, ob der gut ist, wie gesagt, ich weiß es nicht. Also mit dem 200er kommt man da eher schon mal ein bisschen weiter. Also gerade wenn man im Swing unterwegs ist, ist es gar nicht so schlecht, irgendwie so einen 200er gleitenden Durchschnitt zu haben. Und kann natürlich hier auch genauso sagen, Abstand so und so viele Punkte, wie viel auch immer. Und weil wenn man zum Beispiel mit gleitenden Durchschnitten handelt, ich mache es nicht, aber gibt ja viele, die tun das. Und dann kann man ja auch sagen, also mal so als Sicherheitsabstand, dann keine 5 Punkte, weil die werden ja auch mal überlaufen, sondern mal lieber mal 20. So, damit er nicht ganz so nah dranhängt und da auch mal irgendwie drankommen darf. So, kann man das irgendwo einstellen, die gleitenden Durchschnitte für den Trailing Stop? Kann man, ja. Werde ich gleich noch zeigen. Ne? Komme ich gleich noch drauf. So, das heißt, hier haben wir ein bisschen Bewegung, also wie gesagt, er würde erst anfangen zu trailen, wenn er hier unten ist. Vorher würde da gar nichts, passiert er jetzt ohnehin nichts, weil hier ist ja wiederum mein Trigger. Ja, aber jetzt haben wir das, kann funktionieren. So, einmal da unten raus. Zack. So, wie man sieht, das ist zum Beispiel so ein Beispiel, ja, da sagt man, er bewegt sich ja gar nicht, ja. Nein, weil hier, ich habe das hier nämlich kombiniert, ich habe hier nämlich die Break-Even-Absicherung kombiniert und er würde erst, ja, wenn der jetzt halt hier entsprechend tiefer rutscht, so, und dann fängt er nämlich erst an zu trailen. Das heißt, er hat jetzt erstmal Break-Even abgesichert, ich habe hier einen Abstand von 20 Punkten, das heißt, der SMA 50 muss 20 Punkte tiefer liegen und dann fängt er an zu trailen und vorher passiert da nichts. So, jetzt sieht man es, ja, ein ganz schönes Beispiel. Jetzt sieht man, jetzt fängt er sich hier halt an, da dran zu hängen und hier entsprechend mit dem Sicherheitsabstand, macht das hier ein bisschen kleiner, ja, und so kriegt man natürlich auch ein bisschen größere Bewegung mit. So, das war eigentlich ein ganz nettes Beispiel hier. Ja, hat man schön gesehen, erstmal Break-Even abgesichert, dann mal gewartet und erst als dann entsprechend der SMA 20 Punkte dann entsprechend über meiner Break-Even-Absicherung war, beziehungsweise in dem Falle drunter, dann erst hat er hier den SMA 20 verfolgt. Und man sieht ja auch schön hier, wie das visualisiert ist. Das ist der SMA 50, das ist exakt die Form,
die eben auch der SMA 50 hat. Auch wenn jetzt hier so ein ganz kleiner Knick drin ist, das hat nichts zu sagen an der Stelle. Man sieht es ja schon recht deutlich, wie er sich da dran hängt. Ja. So, das war doch eigentlich auch ein ganz nettes Beispiel. Man kann diese, die Trading Stops, also wurde ja gerade gefragt, gibt es nur SMA 50 oder was haben wir hier noch? SMA 840, EMA 21, das sind alles so nur so ein paar Sachen, die sind voreingestellt, die kann man alle rauswerfen und alle neu machen. Das geht einfach hier über das Setup, ganz gewohnt, also hier über auf das Logo klicken, dann hier bei Trading und das sieht man hier, MA Trading Perioden. Und da gibt es genau diese Geschichten, das ist genau wie mit dem Order Trading, das hatten wir das letzte Mal schon, das ist überall das Gleiche, also diese Trading-Methoden beziehungsweise die Trading-Perioden, die stelle ich hier einfach ein. Das ist eine Liste, wie man sieht, einfach durch Semikola getrennt. Und die positiven Werte stehen für SMAs, also was heißt nochmal SMA? Standard Moving Average, oder? Ich muss das selbst überlegen. Bitte? Simple Moving Average. Ja, simpel, ne? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Und dann gibt es noch die negativen Werte und die stehen für EMAs, also exponentielle gleitende Durchschnitte. Ja, also wenn ich jetzt ein EMA 21 haben möchte, dann schreibe ich hier eine minus 21 rein. Und wenn ich ein SMA 20 haben möchte, dann schreibe ich eine plus 20 hier rein. Ja, kann man hier, ja, kommt überall, ja, simpel, ja klar. Manchmal platzt ja mal so eine Gehirnzelle und dann fehlt die halt gerade. Und dann kommt man nicht auf das einfachste Wort. Ja, also okay, aber ich denke, ist ja erklärt. Ne? Also kann man hier auf jeden Fall eintragen. Dann gehe ich jetzt noch ganz kurz auf eine, also wenn man das jetzt hier ändert, das war übrigens noch so ein, kann ich ja auch mal kurz sagen, da hat jemand letztens gesagt, oh, ich kriege das nicht geändert, da ändert sich irgendwie nichts. Das sollte jetzt eigentlich behoben sein in dem letzten Release, weil in der Tat musste man da irgendwie resetten beziehungsweise Chart neu aufmachen. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Wenn nicht, muss ich mir das nochmal angucken. Das heißt, also, sobald ich jetzt hier nur drei Werte eintrage und dann sollten eigentlich die auch nur dort erscheinen. Ja, genau so ist es auch. Ja, jetzt habe ich hier, das sind meine drei Werte, die anderen habe ich jetzt alle gelöscht. Nur noch die drei sind jetzt übrig geblieben. So, dann damit ist auch, wenn derjenige dabei ist, der das bemerkt hat, dass es nicht ging, ist auf jeden Fall beantwortet, ist behoben, weil, wie gesagt, beim letzten Mal muss man einfach nur einen Chart neu aufmachen und dann war es halt drin. Dann gibt es noch eine weitere Trading-Methode, das ist die ganz normalen PLHs, das heißt nichts anderes als Periodic Low High und das heißt also nach Kerzen Hochs, Tiefs. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein PLH 1 habe, ich gehe jetzt mal hier Short, ups, Moment, mal eine Runde Short. Und wenn ich jetzt hier so ein PLH 1 habe, das heißt einfach nur, der würde sich jetzt hier im Falle von Short einfach immer nur an das Hoch der letzten Kerze dranhängen. Ja, also auch sobald der Trigger erreicht ist, nein, Break-Even, lass mal schön weg hier. So, dann im Abstand von, ich hoffe, dass der sich hier ein bisschen bewegt, einfach im Abstand von 5 Punkten hängt er sich immer über die letzte fertige Kerze dann halt dran. Kann man auch ein bisschen beschleunigen. So, ja, das heißt, dem ist jetzt egal, ob da ein neues Tief gemacht wurde oder nicht, der hängt sich immer direkt dran. Ja, das sind die einfachen Periodic Low High. Und nichts anderes ist dann entsprechend halt PLH 2, 3, 5, 7, 10. 10 würde einfach nur heißen, er hängt sich jetzt zum Beispiel im Falle von Long unter das Tief der letzten 10 Kerzen oder halt bei Short entsprechend über das Hoch der letzten 10 Kerzen. Dort würde jeweils der Stop hinterhergeführt. Und kommt man eigentlich auch schon recht weit mit. Ich versuche mal hier nochmal Long zu geben, mal gucken, wie das sieht. Also das sind alles keine schlechten Geschichten und die filtern natürlich sehr viel Rauschen aus. Ja, so ein PLH 10, das heißt, der braucht wirklich 10 Kerzen, 10 mal 15 Minuten wären das in dem Fall, bis der überhaupt mal irgendwie hier irgendwas macht. Auch übrigens sehr gut kombinierbar natürlich mit Break-Even-Absicherung. Das heißt, das ist natürlich so eine Kombination, die macht Sinn, ja, weil ich ja nicht weiß, okay, läuft der jemals an oder nicht. So, und hier sieht man jetzt, wenn man jetzt hier die Kerzen zählen würde, hätte man genau 10. Ja, und immer unter dem Low der letzten 10 Kerzen. Ist natürlich halt eher
dann auch so für, also jetzt gerade im 15-Minuten-Timeframe wäre das ja halt schon Swing, aber wie man sieht, jetzt hier nur mal als Beispiel, ich mache das mal nochmal langsam, der Ausstieg war nicht so sauber, wie er mit dem PLH-Peak gewesen wäre. Also trotz, dass jetzt hier wesentlich mehr Rauschen eigentlich weggefiltert wurde, wenn man sich das nochmal anguckt, ein PLH-Peak, der hätte sich hier drunter gesetzt, da drunter, da wäre nichts, doch da wäre was passiert, wäre aber hier nicht geschossen worden, wegen dem Abstand, das wäre der nächste gewesen, das, der PLH-Peak wäre hier oben irgendwo rausgegangen, ja, also der hätte selbst, obwohl er hier mehr Rauschen ausgeführt hätte, der PLH-Peak den besseren Ausstieg da oben erwischt. Das sind zwar vielleicht nur irgendwie, was heißt nur, also 20 Punkte, ja, und vor allen Dingen, wie man auch sieht, der ist hier geschossen worden, da gab es erstmal ein neues Hoch. Der PLH-Peak, der wäre hier rausgegangen, so in etwa da, ich kann es mal ganz genau hier irgendwie mal gucken, wo das gewesen wäre. Also hier ist mein, die Kerze mit dem, nee, das ist nicht, sondern das ist die Kerze, doch, das hat, die hat das höchste Hoch gemacht und bei 9,46 und wenn ich jetzt nur mit meinen Standard 5 Punkten, wäre ich bei 9,39, so, da wäre die rausgegangen, genau hier, an der Stelle. Und wenn ich das mal anguckt, ja, das nächste Hoch war gerade mal irgendwie noch, ja, waren es überhaupt noch 5 Punkte, ne, 4-5 Punkte höher und dann gab es erstmal neue Tiefs. Also auch da hätte der PLH-Peak auf jeden Fall nochmal den besseren Ausstieg erwischt als jetzt dieser normale PLH-Trading-Stop. Ja, ich wollte, irgendein Thema hatten wir vorhin gerade noch, was ich noch ansprechen sollte. Es ist mir gerade so ein bisschen entfallen. Vielleicht kannst du mir kurz auf die Sprünge helfen, Nelson. Thema, ich glaube, mit den, genau, Thema heute waren ja Trailing-Stops und Positionsabsicherung. Genau. Und so, Tick Average. Bitte? Tick Average. Ah, Tick Average, genau. Ja, fast vergessen. Mhm. Ganz kurz noch hier diese PLH-Geschichten kann man genauso hier einstellen. Das heißt, da auch hier bei Trading über Setup, dort kann ich entsprechend die PLH-Perioden. Ja, das sind jetzt hier, sind jetzt da drin, sieht man entsprechend die 1, 2, 3, 5, 7, 10. Und das sind genau die hier in der Liste stehen. Kann ich also auch ganz beliebig entsprechend einstellen. Genau, Tick Average. Das ist so ein bisschen, ich mache das hier mal zu und versuche jetzt wirklich mal, ob wir da live was kriegen. Versuch ist es wert. Hier für ein bisschen Skyping, was macht der DAX da? Gut, den brauche ich mir, glaube ich, nicht anzugucken. Ich schnappe mir mal den Dow Jones. Der bewegt sich ja normalerweise. 20 Uhr ist ja auch FOMC heute, also kann auch vielleicht sein, dass der Markt da auch ein bisschen abwartend ist. Ah, okay. Wann sind die denn eigentlich? Wie viel Uhr? 20 Uhr. Habe ich auf dem Schirm? 20 Uhr? Mhm. Okay. Ja, wir gucken einfach mal. So, dazu mache ich aber hier mal noch ein anderes Plugin drauf. Und zwar das Tickchart-Plugin. Das sind übrigens Sachen, die sind alle in der in MysterioTrader, in dem Add-on-Package 1 sind die alle dabei. Die werden teilweise zwar per Standard mit dem MysterioTrader installiert, aber halt das meiste davon ist auf jeden Fall nur in dem Add-on-Package. Das muss man sich dann separat runterladen und installieren und dann hat man die ganzen Geschichten hier. Nicht alles, was hier steht, so ein paar Sachen sind hier noch in der Entwicklung, aber das meiste, also hier zum Beispiel der Correlator oder halt eben auch eine ATRX, eine ATR-Darstellung und so weiter, das ist alles, das sind alles Sachen vom von dem Add-on-Package. So, das hier ist der Tick-Chart und das heißt, ich habe hier einen Raw-Tick, ist natürlich jetzt nicht gepuffert, beziehungsweise nichts zwischengespeichert, aber ich versuche es trotzdem mal, ob man damit was hinkriegen wird. Jetzt fehlt mir natürlich hier so ein bisschen die Vergangenheit und der Bewegung, aber ich lasse den jetzt mal ein paar Ticks machen und dann werden wir schon irgendwas sehen, wo wir es demonstrieren können. Stelle hier auch mal nochmal auf ein bisschen heller. So, muss ich nur einmal kurz den Timeframe nochmal switchen, damit es nochmal da ist. So, ich bin hier auf 5 Minuten. Ich werde dazu übrigens hier zu dem Tick-Chart, das wollte ich immer schon mal, mal irgendwie auch ein Video machen, so was das Thema Scalping angeht, weil es gibt ja ganz viele, die irgendwie, was weiß ich, berufstätig sind und dann halt sagen, ich will aber irgendwie abends, ich suche was, eine Strategie, die ich abends handeln kann. Und ich bin da aber noch nicht ganz durch damit. Und aber das könnte so eine Geschichte sein, die vielleicht abends ganz gut funktioniert, also gerade zwischen
18 und 20 Uhr, wo man ja wirklich dann, wo die Amis halt einfach Mittagszeit haben und da gibt es halt die selten dann entsprechend die Ausbrüche. Aber wie gesagt, das ist noch nicht spruchreif. Sobald ich da mal was entwickelt habe, werde ich da auf jeden Fall mal was dazu machen. Aber ich zeige mal hier ganz kurz in Verbindung eben mit dem Tick-Chart, also was der hier macht, das sieht man ja schon. Das heißt, ich bin hier im Raw-Tick unterwegs, ja, also im ganz rohen Tick, der fasst hier nichts zusammen. Wie man das vielleicht von anderen Tick-Charts kennt, weil so kann ich immer sagen, war fassen hier 5 oder 10 Ticks oder wie viel auch immer zusammen, sondern ich bin hier wirklich raw und also roh. Und ob das jetzt jemand gut findet oder schlecht, das steht jetzt mal auf einem anderen Blatt, aber auf jeden Fall ist das ist genau das, was dieses Plugin hier macht. Ich habe auf der linken Seite habe ich ein paar Kerzen, jeweils passend zu dem Timeframe. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 15 Minuten Timeframe habe ich ausgewählt und ich sehe hier die letzten 15 Minuten Kerze, weil mir geht es ja zum Beispiel, wenn ich so im Tick-Chart bin, ja nur darum, so ein paar Ticks bzw. ein paar Punkte mitzunehmen. Und das dient dann halt eben der Orientierung, weil das ist ja aus Sicht des Tick-Charts natürlich schon die Großwetterlage ja schon fast. Ja. Und man kann jetzt zum Beispiel hier, kann ich halt auch sagen, okay, ich will nicht 20 Kerzen, ich brauche 40 Kerzen, so sehe ich nichts, dann stelle ich die letzten 40 Kerzen da. Ja, und nur um das mal kurz zu erklären, wie das funktioniert. Und hier entsprechend wird der Tick abgebildet. Ich kann eben zu den einzelnen Kerzen, kann ich mir hier zum Beispiel jetzt die Fibos anzeigen lassen. Ja, das sind jetzt einfach dann die Fibos zu der letzten 15-Minuten-Kerze. Und für jemanden, der zum Beispiel im Swing ist, für den klingt das ja alles ganz unglaublich. Wenn man zum Beispiel Fibos zu einer 15-Minuten-Kerze macht, aber das sind Sachen, die funktionieren tatsächlich genauso wie Pivots. Ja, ich mache mir jetzt hier die Pivots zu der 15-Minuten-Kerze an. Und ich weiß es natürlich nicht, doch hier oben war er noch nicht, dass noch nicht viel passiert und versuche das jetzt mal. Es geht ja hauptsächlich hier um den Trading-Stop. Der Tick-Trail, das ist der TA 3, 6, 12 oder 20. Die Perioden sind vorgegeben, die kann man nicht ändern, wird vielleicht mal noch kommen, aber es ist erstmal eingestellt auf eben 3, 6 und 12. So, was bedeutet das? Ich habe ganz einfach, ich gehe mal hier auf TA 6. TA 6 würde bedeuten, er sucht sich den Durchschnitt von den letzten 6 Ticks, ja, und das ist entsprechend genau wie ein gleitender Durchschnitt bei fertigen Kerzen, ist das entsprechend einfach nur hier ein gleitender Durchschnitt auf den Tick-Chart. Ja. So, gerade mal gucken, ob das hier funktioniert. Ich hänge natürlich in einer monströs langen roten Kerze hier drin, sehe ich gerade. Das kann aber funktionieren. Und kann dann hier zum Beispiel sagen, Trail Begin ist jetzt erstmal, stelle ich erstmal auf 0, ist mir völlig egal. Und im Abstand von einem Punkt, Take Profit, mache ich mal raus. So, mein Trigger ist hier, ganz normal wie eben auch. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel sage, pass mal auf, ich hätte gerne Bewegung, ich bin jetzt hier am Pivot R1 und da ist realistisch den Pivot S1. So, und da kann ich zum Beispiel sagen, okay, hier unten häng dich jetzt halt dran, im Trail, also im Durchschnitt von den letzten 6 Ticks. Und mal gucken, ob er das jetzt macht. Das hat nämlich dann ganz einfach zur Folge. Also ich habe ja vorhin gezeigt, hier dieser Straight ganz am Anfang. Das heißt, da hängt er direkt dran. Ja. Und aber das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Wo ist er hier? TA6. Wenn ich da sofort dran bin, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt hier getradet hätte, wäre ich da direkt schon rausgeflogen. Weil natürlich dann die erste Zuckung hier, ich habe ja nur einen Abstand von einem Punkt, die erste Zuckung wirft mich natürlich raus. Und der Tick Average, der glättet das Ganze natürlich so ein bisschen. Und das heißt, so Gegenbewegungen, wie gesagt, ich weiß es natürlich nicht, ob wir das jetzt hier gleich sehen werden, ob er das macht, aber der glättet natürlich die Gegenbewegungen und kommt dann oftmals tatsächlich dann auch ein Stück tiefer. Und mal gucken, das heißt, ich brauche jetzt hier erstmal hier das Erreichen von meinem Trigger. So, ich muss hier natürlich einschalten, das wäre natürlich schon clever. So, und jetzt sieht man hier auch, so, der klemmt sich so von hinten dran, ja. Gut, das ging jetzt nicht besonders weit. Ich versuche mal noch ein Beispiel. So, aber das hier war jetzt übrigens gerade schon sowas, was zu dieser Abendstrategie gehört, hat auch auf Anhieb hier funktioniert. So, jetzt versuche ich mal den nächsten, das wäre hier unten der S2. Gucken, ob wir den kriegen. Und damit ich das hier einfach mal
ein bisschen besser zeigen kann. Weil das hier war jetzt so ein bisschen schade. Ich habe ihn auch leider ein bisschen zu genau hier an dem Punkt jetzt aktiviert. Schöner wäre gewesen, ich hätte ihn hier aktiviert. Aber das war jetzt halt dann tatsächlich einfach die Macht der Gewohnheit, ja, also den perfekten Exit zu erwischen. Aber ich versuche den anderen mal ein bisschen unsauberer entsprechend einzustellen und dann mal gucken, ob das funktioniert. So, wo sind wir hier? 15 Minuten Kerze, 5 Minuten sind um, das heißt, die sieht jetzt aus wie die 5 Minuten Kerze. Den R1 haben wir gehabt, den S1 auch. So, gehen wir einfach nochmal eine Runde Short und mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Und würde jetzt einfach mal hier, wenn er da hinkommt, direkt mal hier im Nirvana anfangen zu trailen. So, also jetzt vom Zeitpunkt ist es nicht ganz so clever. So mitten in der 15-Minuten-Kerze, das andere war einfacher, direkt am Anfang hier den R1 halt mitzunehmen. Das war nicht so unklug. Und auch hier, wenn man sich mal das mal anguckt, ja, die Strecke, die wir da eben gemacht haben, das waren hier von 78 runter bis auf 68, ja, immerhin fast 10 Punkte. Also 10 Punkte brutto, das ist nicht gerade wenig, ne? Also jetzt hier, um mal eben ein bisschen zu skypen, das ist schon fast kein Skypen mehr. Und kann man sich halt ausrechnen, wenn man sowas natürlich dann irgendwie 3-4 Mal hintereinander hinbekommt, das Ganze mit einem Stop-Loss von irgendwie 3-4 Punkten und da kommt da schon was zusammen. Und wie gesagt, also von der Uhrzeit ist es eigentlich super, jetzt um sowas zu zeigen, weil halt nicht so wahnsinnig viel los ist. Ich würde jetzt halt hier nur trotzdem, egal ob der jetzt halt hier in nochmal hochläuft oder nicht, dann direkt mal dranhängen, damit man den Effekt mal ein bisschen besser sieht. Ich mache auch mal einen Abstand von 2, damit wir nicht direkt nochmal rausfliegen. Gucken, ob wir das jetzt hier kriegen. Was man hier übrigens in dem Tickchart auch machen kann, ist, also wer meinen Trading-Stil kennt, der weiß ja, ich bin nicht so ein Fan von diagonalen Linien, aber man kann trotzdem hier auch im Tickchart übrigens Linien zeichnen und er führt die auch mit, ja, das heißt also, ich mache das mal eben hier als Array, so, das heißt, genau wie im anderen Chart eben auch, ja, sieht man, er führt halt entsprechend das Ding hier halt auch mit, weil es bewegt sich ja mit jedem Tick das ganze Bild ein Stück weiter nach links. Und das hier könnte jetzt natürlich, also die Diagonale betrachtet, das könnte natürlich so eine kleine Flagge werden und die könnte nach unten gebrochen werden. Also das ist tatsächlich auch so eine Sache, wo ich sage, okay, das funktioniert tatsächlich schon recht oft. Ist nur ein bisschen früh jetzt hier, geht wahrscheinlich nochmal hoch und weil die zeitlichen Abstände sind jetzt hier nicht so ganz sauber. Aber es sind tatsächlich letzten Endes, wenn man sich damit mal befasst, ja, also das hier ist ja, mal abgesehen davon, dass es natürlich CFD ist, aber das ist hier, das ist der echte Markt, ja, also das ist ein Trend, also das sind alles Trends und das sieht aus, wenn man mal ausblendet, dass hier überall Zacken sind, das sieht ja aus wie ein anderer Trend eben auch, ja, und den habe ich genauso im Tickchart wie jetzt, was weiß ich, im Wochenchart, das sieht letzten Endes alles ganz genauso aus und entsprechend kann man ganz genauso hier auch, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie gerne irgendwelche Formationen sucht oder sowas, dann kann man sich die hier ganz genauso raussuchen. Also, das funktioniert genau nicht anders. Hier zum Beispiel jetzt, ja, jetzt haben wir hier da so eine Geschichte. Und so eine schöne, lustige Begrenzung. Hier so ein Mini-Dreieck, was sich hier gerade bildet. Und da wird man aber auch sehen, dass das, also jetzt insbesondere im Dow Jones kann man das beobachten, dass zum Beispiel solche Hochs, ja, dass die nicht gerne verletzt werden. Also hier haben wir jetzt natürlich das Ganze in der Diagonalen. Aber wenn zum Beispiel halt so eine Grenze erreicht wird, der geht dann nicht wirklich gerne drunter. Ja. Das ist schon sehr, oder hier sieht man es ja auch ganz deutlich. Das ist schon echt akkurat. Ich kann das mal hier, glaube ich, auch ein bisschen vergrößern. Ja, wenn man sich das mal anguckt, das ist mega sauber. Und wenn man an so einer Stelle seinen Stop setzt, dann kann ich einen Stop mit 0,1 Punkten kann ich da hinsetzen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und das kann ich mit normalen Kerzen nicht. Sowas funktioniert aber im Tickchart schon. Hier sieht man es ja auch wieder. Ja, das heißt, das ist schon extrem genau, wie das läuft. Und da muss man nicht mit 10 Punkten Stop-Loss oder irgendwas unterwegs sein. Und dazu passt eben halt auch dieser Tick-Average-Trail am besten. Also für kurze Bewegungen, um die mitzunehmen und möglichst präzise.
Und dafür passt der echt gut. Also ich verwende den für, wenn ich jetzt irgendwo 5 oder 10 Punkte mitnehme, ich verwende den eigentlich nur noch, weil er halt eben nicht ganz so schnell ausgestoppt wird wie der Straight. So, jetzt darf sich aber trotzdem hier mal runter bewegen, mein lieber DAO, damit wir es hier auch mal demonstriert kriegen. Das ist natürlich jetzt hier mitten in der Aufwärtsbewegung. Das kann natürlich, weil die 15-Minuten-Kerze ist jetzt auch bald fertig, ob die jetzt hier ein neues Tief macht. Das steht noch auf dem anderen Blatt, aber wenn, dann landen wir schon höchstwahrscheinlich auch hier unten. So, maximal 5 Minuten müssen wir hier noch durchhalten. Und wenn wir sehen, ob das funktioniert oder nicht. So, die Linie mal weg. Also wie man sieht, die werden nicht dauerhaft, also nicht komplett mitgeführt, ja, aber eine Zeit lang funktioniert das. Das liegt einfach daran, weil natürlich hier so ein bisschen getrickst werden musste. Nämlich, dass halt hier der Tick da abgebildet wird, wo normalerweise Kerzen sind, ja. Und das ist halt nicht durchgehend, und da fehlen halt einfach ab und zu dann halt auch mal, wie soll ich es erklären, im Raster. Ja, also das müsste ich jetzt halt zu weit ausholen, um zu erklären, was es damit auf sich hat, aber da fehlt ein Raster dann einfach halt dann auch mal dann einen entsprechenden Punkt, einen Ankerpunkt. Und deswegen funktioniert es zwar, aber jetzt nicht bis in alle Unendlichkeit. Also irgendwann stimmt dann halt diese Linie hier nicht mehr unbedingt. Aber jetzt, um hier kurze Bewegungen irgendwie abzupassen, passt es ja schon. So, ich mache die nochmal kurz weg. Ups. Das war der falsche Knopf. Ja, heute haben wir keinen Vogelzwitschern. Heute haben wir hier ein bisschen Martinshorn draußen. Nelson hat ja letztens gemeint, so, es wäre, wie wenn ich im Wald wäre, mit zu viel Vogelgezwitscher. So, jetzt mal gucken. 15 Minuten Kerze gleich fertig. Und sollte eigentlich auch sein, wie bei jeder anderen Kerze auch, immer zum Ende der Bewegung hin und zum Anfang, zum Ende und zum Anfang der Periode eigentlich die größte Bewegung. Zumal jetzt ja dann hier auch 3 Zeiteinheiten aufeinandertreffen, nämlich 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Also 3 Standardzeiteinheiten. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass gleich zumindest mal ein bisschen was passiert. Aber kann natürlich auch sein, dass der hier nach oben jetzt ausbricht. Das wäre natürlich, das ist auch möglich. Dann würde ich einfach mal versuchen, irgendwo reinzuspringen. Ja, es geht jetzt hier nicht darum, den Ansatz zu zeigen, auch wenn das vorhin schon ganz schön war hier. Das war dann aber eher vom zeitlichen her Zufall, dass wir da gerade in die erste Minute reingekommen sind. So, mal gucken. Ich habe den jetzt hier ganz bewusst auch mal da so ein bisschen ins Nirvana platziert. Den hier mache ich mal weg. Und weil normalerweise würde ich jetzt sagen, ich setze den hier unten hin. Ja, das wäre jetzt, wenn er jetzt Bewegung runter macht, dann wäre eigentlich das nächste typische Anlaufziel wäre hier unten. Und weil hier halt auch so ein bisschen was zusammenkommt. So, mal gucken, da kommt er doch so ein bisschen. Also wie man sieht hier, ja, das wird halt schon immer sehr genau respektiert, ja, so ein Tiefpunkt. Das ist wirklich extrem sauber im Tickchart. Ich zeige es hier mal mit einer Linie. Das ist kein Tick darunter, ja. Und so sauber läuft kein Kerzenchart. Das muss man wirklich halt auch echt immer dazu sagen. Und ich habe früher halt echt nur geskypt und kann halt echt nur sagen, also wer sich damit befasst und das hinbekommt, der wird sich wundern, was man da tatsächlich dann auch aus so einem Markt rausholen kann. Weil es halt eben sauberer läuft als Kerzen. Kerzen ist halt einfach von der Masse genutzt und alles, was die Masse nutzt, ist immer ein bisschen kritisch. Und das ja sowas, glaube ich, machen halt echt die wenigsten. Und deswegen funktioniert das alles so ein bisschen ehrlicher. So, aber trotzdem nutzt nichts, wenn er jetzt hochgeht, werde ich natürlich auch da oben ausgestoppt. Ah, dann würde ich es einfach umgekehrt machen. Ich würde mich hier oben einfach einstoppen lassen. Dann für Long, falls er da Lust drauf hat. So, nun, 40 Sekunden haben wir noch. Nur eine kurze Info an alle Fragesteller am Anfang. Wir werden es wahrscheinlich zeitlich heute nicht mehr schaffen. Und deswegen, ich habe mir aber alle Fragen entsprechend notiert, die werden auf jeden Fall noch beantwortet werden, ja, in den nächsten Webinaren. Genau, wir haben ja schon wieder überzogen, ne? Wir haben ja gesagt, wir machen 3/4 Stunde und dann Fragestunde, jetzt haben wir schon wieder über 1 Stunde, das ist, ja, was ist unglaublich. Soll ich sagen, Dirk? Ja, das ist halt echt, das ist nicht zu machen mit mir. So, die Kerze ist fertig, ich werde das jetzt hier einfach mal eine Runde beschleunigen. Und hänge den jetzt einfach mal hier dran. Ich mache den Stop-Loss mal weg. Den machen wir auch mal weg. So, nur damit man es mal sieht.
Also ich schiebe den Trigger jetzt hier drüber. So. Jetzt komme ich sofort. Also das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Nicht direkt hier abschießen. Ein bisschen was hätte ich hier ja gerne schon noch. So, versuchen wir es nochmal. Wenn wir jetzt eine Bewegung runter bekommen sollten, werden wir das auch sehen. Die Chancen stehen hier nicht so schlecht. Na komm schon. So, ne, sieht man, hängt sich also nicht direkt dran. Ist natürlich jetzt ein bisschen arg illiquide. Sondern hält dann eben auch so mal so ein bisschen Gegenbewegung aus. Und wenn ich jetzt hier mit zwei Punkten direkt dran gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch schon raus. Gut, bin ich jetzt so auch. Aber das kann man sich ja einfach auch selber mal angucken. Ja? Also einfach mal auf dem Demokonto hier mal den Tick Average mal beobachten. Ich denke, das Prinzip wurde ja trotzdem verstanden. Ich mache den jetzt hier einfach mal nochmal. Das Prinzip wurde ja verstanden, was das Ding macht. Hängt sich nicht an den erstbesten Tick dran, sondern bildet eben einen Durchschnitt, weil hier haben wir jetzt ja wirklich seitwärts. Hier seit 10 Minuten passiert ja leider gar nichts mehr. Und so kriegt man halt eben so kleine Schwünge eben im Tick so ein bisschen besser mit. So, nutzt jetzt hier aber alles nichts, der Markt hat jetzt keine Lust mehr, wie man sieht. Okay, aber ich denke, das wurde soweit verstanden. Wie gesagt, ansonsten, wenn nicht, einfach ausprobieren. Einfach im Demo-Konto starten und los geht's. So, haben wir noch Fragen, Nelson, die wir noch irgendwie hier reinpacken können? Du kannst ja gerne noch zwei, drei Fragen raussuchen, aber soweit zum Trailing Stop hast du soweit alles schon beantwortet. Also das wären dann tatsächlich andere Themen jetzt. Ja, okay. Gut, ich sehe jetzt auch hier nicht mehr viel. Danke für das Lob an der Stelle. Ich sehe, hier kommt ganz viel Lob auch rein. Das ist natürlich immer schön, das freut mich auch. Und daran sehe ich natürlich auch mal so ein bisschen, okay, das sind dann halt auch oft auch Sachen, wo ich nicht nur alleine den Gedanken hatte, dass sowas sinnvoll ist, weil ich handle ja eben auch selber und ich glaube, nur so kommt man auch auf solche Geschichten, dass man eben sowas halt auch machen kann. Also danke an der Stelle einfach mal. Gut, ansonsten sehe ich jetzt hier auch nichts mehr, was halt jetzt irgendwie noch großartig... Das waren am Anfang waren noch Fragen bezüglich Backtesting etc., aber das wird ja das nächste Thema sein im nächsten Webinar. Genau. Da werden wir ausführlich drauf eingehen. Und ansonsten würde ich sagen, wie gesagt, ich habe die Fragen gesammelt und wir besprechen das nochmal, sodass wir das in irgendeinem Webinar entsprechend auch beantworten können. Ja? Genau. Also einer hat hier nur gefragt, wo bekommt man denn dieses super Teil? Also generell, vielleicht kannst du ja nochmal kurz erklären, wie man zum Stereo Trader kommt, Nelson. Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen auch. Natürlich, sehr gerne. Ja, bei uns auf der Webseite, ich weiß nicht, wenn du schon fertig bist, dann würde ich nochmal umschalten. Ansonsten kannst du natürlich gerne auf unsere Webseite gehen, wie du möchtest. Ja, dann müsste ich hier irgendwie Safari und so weiter erstmal starten und ich bin hier gerade im Windows unterwegs und okay. Das darfst du sehr gerne übernehmen. Dann mache ich das natürlich, dann schalte ich jetzt auch gleich mal um. So. So, sollte jetzt auch wieder zu sehen sein. Mein Bildschirm, ist das korrekt? Ja, ne? Ja. Super. Gut, also hier bei uns auf der Seite Handelsplattform Stereo Trader, wie am Anfang kurz erwähnt, finden Sie natürlich erste Informationen zum Stereo Trader und auch, wie Sie den auf dem Live-Konto nutzen können, beziehungsweise wie die Voraussetzungen sind, dass Sie den entsprechend auch auf dem Live-Konto nutzen können. Auf dem Demo-Konto ist es natürlich kostenfrei und dann können Sie ganz unverbindlich testen und einfach mal Demo-Konto eröffnen, wenn Sie noch keins bei uns haben. Und wenn Sie schon Live-Kunde sind, können wir natürlich auch ein Demo-Konto noch zusätzlich einrichten. Das ist alles kein Problem. Und den Stereo Trader entsprechend danach, nach der Installation beziehungsweise nach der Eröffnung des Demokontos dann installieren. Und das ist sofort auch für das Demokonto freigeschaltet. Da brauchen Sie nichts weiteres eingeben. Und dann können Sie das Ganze
wie Dirk jetzt heute Abend auch vorgestellt hat, dann nutzen. Ja, wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie uns natürlich kontaktieren. Wir geben da weitere Informationen und helfen auch natürlich bei der Einrichtung. Ja, dann mache ich mal den Anfang von der Verabschiedung. Also ganz herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid und auch alle ganz geduldig hier bis zum Schluss, so wie ich das sehe, auch geblieben sind. Und ich hoffe, ich konnte es ein bisschen verständlich zeigen und ja, freue mich an der Stelle einfach aufs nächste Mal und sage einfach schon mal Tschüss und einen schönen Abend noch. Ja, danke Dirk. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und immer wieder beeindruckend, wie gut das Tool ist. Also kann ich nicht anders sagen. Deswegen freue ich mich auch schon auf die weiteren Termine. Die sind schon online. Bitte sich dafür anmelden, wenn Sie es noch nicht getan haben. Die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Hat, soweit ich sehe, auch alles geklappt bis jetzt. Und von daher wünsche ich Ihnen natürlich auch nochmal einen schönen Abend. Danke für die Teilnahme und hoffentlich bis bald. Ja, tschüss.